Der andere, der ist weg. Und unseren Wolf haben wir somit auch verloren. So. Den interessiert unser Köder jetzt nicht. Zum Beispiel. Dann würde ich doch sagen, lassen wir ihn am besten in Ruhe. Okay. Und genau das ist es, was ich meine. Ich will schon seit einer halben Stunde oder sowas hier zu diesem Altar. Du kannst im Kampf in den Fall gehen, keine Totems aufstellen. Was heißt hier denn im Kampf? Meine Güte, ist der schnell. So, das war's schon. Dann werden wir den direkt mal häuten. Ein bisschen Jaguarfell kann ich schaden. So, und jetzt können wir das Totem platzieren. Das ist im Prinzip wie Schnitzerei im Prinzip, wenn ich das so richtig sehe. Okay. Also, das wäre auch erledigt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringen soll. Irgendwas Abergläubisches, glaube ich. Von wegen Geister und so Scherze. Okay, auf jeden Fall. Boah, verdammt, wir haben einen Jaguar an unserer Seite. Guckt euch das Ding an. Unfassbar cool. So, wie geht's weiter? Schauen wir mal, handwerkmäßig können wir wieder was herstellen. Oh, was haben wir denn hier? Durch das Jaguarfell? Ne, das ist was anderes. Durch das Ziegenfell. Ah, okay. Können wir einen Wurfsplittergürtel machen? Erledigt. Und das war's. Fähigkeitspunkte haben wir nur einen. Das heißt, wir können ein paar von diesen neuen Fähigkeiten erlernen. Der verringerte Fallschaden oder Waffengeschick. Das Wechseln von Waffen mit Dreieck geht schneller, selbst während du sprintest. Das Ziel mit der 2 geht ebenfalls schneller. Das ist doch was Sinnvolles. Dann lernen wir diese Fähigkeit. Genau, meine Rede. Einwandfrei, klasse. So, dann nochmal ein Blick auf die Karte. Wir befinden uns hier. Es wird Zeit für einen Vorposten oder Außenposten, wie auch immer man das nennt. Das ist nur ein Leuchtfeuer. Und dann haben wir hier wieder auf jeden Fall einen weiteren Speicherpunkt. Und verdammt, wir haben einen Jaguar. Also bitte. Das muss ja jetzt gehen wie im Schlaf quasi. Oh. Schauen wir mal, ob wir hier unseren Kollegen unterstützen können. Boah, der rennt aber ziemlich flott. Okay, er hat ihn erledigt, oder? Wo liegt denn der? Ah, da ist er doch. So. Jetzt soll ich die Venya retten, die gefangen sind. Das kriegen wir auch hin. Ich glaube, das war's schon. Unfassbar. Ah, ne. Töte alle Wachen, bevor es weitergeht. Eine Wache gibt's noch. Ich hab's gerade nur mit der Waffe ein bisschen verkackt. So, Kollege. Das war ein Takedown. Das hat gepasst. Das gibt auch mehr XP. Ich muss mir angewöhnen, öfters einen Takedown zu machen. So. Ein neuer Dorfbewohner, hätte ich gesagt. Wie sieht's mit dir aus, gesundheitstechnisch? Ja, heilt sich schon von alleine. Perfekt. Das gefällt mir. Okay, dann geht's für uns weiter.
Ein neuer Dorfbewohner. Dorfbewohner. Ein neuer Dorfbewohner. Das wäre klasse, dass wir einen neuen Dorfbewohner haben. So, kommen wir da hoch? Nein, aber hier kommen wir hoch. So, dann bin ich mal gespannt auf dieses Leuchtfeuer. Wir sind gleich da. Da war gerade eine Schlucht. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Da müssen wir einmal außen rum wahrscheinlich. So, töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer, um es zu erobern. Ich halte mich hier nochmal kurz zurück und bedeckt. Und die Eule kommt nochmal zum Einsatz. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Das hier ist ein normaler Kämpfer. Und der da kann Verstärkung rufen, wenn ich das so richtig interpretiere. Aber ich kann ihn mit der Eule auch nicht angreifen, sonst würde es ja das R2-Symbol anzeigen. Hat es die Eule gerade verrissen? Ups. So. Steig empor, mein Eulchen. So, und nochmal von oben. Also kein R2. Geht nicht. Was ich aber machen kann, ich könnte hier meine Bestie hinschicken und den da angreifen. Zwei Gegner weniger und ich stürme das Gelände. Jetzt wird's auch. Sag mal, ist der unsterblich oder was? Okay, er hat so gewollt. Ihr habt's gesehen. Dann kriegst du das Ding. So. Und ich hau ab. Verdammte Axt. So, wird Zeit, meinen Kollegen zu beleben. So, dann stellen wir uns noch ein paar Pfeile her. Okay, in dem Fall brauchen wir jetzt keinen brennenden. Ey, lass meinen Freund in Ruhe. So, das war der letzte. Ah, und das Leuchtfeuer brennt schon. Das war der 4. von 16, alles klar. Super. 3 neue Dorfbewohner. Und das sind nicht mal die Udam, das sind nämlich, das sind hier diese, wie nennen die sich? Nicht Sevilla, um Gottes Willen. Isilias, Isilia. Okay. Und Belohnungslager. Schauen wir uns mal an, was wir hier haben. So, dann können wir nämlich unser Hartholz wieder auffüllen. Das ist bereits voll, das auch, das auch. So, Fleisch kann man nie genug haben. So, gut, gut, gut. Wir sind wieder auf einem guten Stand. Haben einen weiteren Speicherpunkt. Und könnten von hier aus weitermachen. Könnten von hier aus weitermachen. Hier ist noch einer. Das ist aber auch einer der Isilias. Ein Außenpunkt oder so ein Außenposten. Auch recht schwierig. Könnte man probieren. Aber das, ich wundere mich, warum das hier auf Schwierigkeit schwer ist. Das hier wieder auf Mittel. Und das hier auch wieder auf Mittel. Hier unten wird es dann sehr schwer. Und hier unten dann wieder nur schwer. Schwer, schwer. Mittel. Leicht. Aha. Hier in der Umgebung ist es noch leicht. Hier ist es wieder Mittel. Gut, okay. Also, schauen wir mal. Wir stehen hier. Ein unbekannter Ort. Jage Raubtierrudel, um die Venja
die Divenia bedrohen. Schwierigkeiten, Mittel, viele XP und Tierhäute. Dann kümmern wir uns darum. Das habe ich auch noch nicht gemacht, weil sich es noch nicht ergeben hat. Oh, oh. War das klug? Ja, passt. Sollte nichts passieren. Auch hier sollte alles gut gehen. Einmal runtergerutscht. Ist die halbe Miete. So, der ist noch ganz schwach. So, und wieder voll einsatzfähig. So, und da ist mein Tiger, ne? Boah. Was geht denn bei dem ab? Das war ein Höhlenlöwe, das war kein Tiger. Irgendwann werde ich es auch noch lernen, die zu unterscheiden. Für mich sehen die Dinge aus wie solche bengalische Tiger. Diese weißen. Ja? Bitte? Sie riefen? Jaguare Young Venger bei Heiligen Ringen. Halte Jaguare auf, hilf Geistern frei zu sein. Jo. Es bringt mir halt nichts, 1000 Missionen zu aktivieren und die nicht fertig zu machen, weil ich nicht weiß, wohin. Das ist halt gerade so ein bisschen mein Problem. Aber gut, auch hier wieder Raubtierrudel, Venya bedrohen und bla bla bla, Venya retten. Aber wenn ich nicht weiß, wohin, ist es schwierig. Wobei, hier wird mir jetzt eine Markierung angezeigt. Könnte sein, dass das... unser Ziel sein soll. Ne, das ist auch wieder hier nur so eine Venya-Rettung. Hat nichts mit dem Raubtierrudel zu tun. Ah, Menschenskinder. Ich weiß nicht weiter. Okay. So, hier rund um unser Dorf sieht es eigentlich schon mal ganz, ganz gut aus. Wir hätten hier noch eine Voga-Mission, die ist aber schwer. Schaltet seltene Federn frei. Viele XP. Schauen wir nochmal auf der Karte. Irgendwo müssen wir jetzt weitermachen, ne? Die Frage ist nur, wo. Wir stehen hier relativ günstig zu diesem Außenposten. Dann versuchen wir es jetzt. Ich kann euch aber direkt sagen, das wird wahrscheinlich nicht einfach werden. Die Insel habe ich nämlich schon gesehen. Das ist was Größeres. Viele Gegner. Und eine falsche Bewegung und es wird direkt... eine falsche Bewegung, wollte ich sagen, es wird direkt Alarm ausgelöst. Also müssen wir wirklich aufpassen. Ja, und da vorne ist die Insel schon. Wer wollte uns entdecken oder hat uns fast entdeckt? Wisst ihr jetzt auch nicht, ne? So, was ist dieser Totenkopf-Symbol? Das ist wieder so Stammeskonflikt. Töten. Finde und töte gefährliche Gegner und durchsuche ihre Überreste. Ja. Jetzt machen wir aber erst was anderes. Und zwar den Vorposten hier.
Mal sehen, ob unsere Eule so weit fliegen kann, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. So, gleich müssten wir ein bisschen mehr sehen. Die Eule kann aber auch nur eine bestimmte Entfernung überfliegen. Also ich kann die jetzt nicht einmal um die komplette Map schicken, das wird nicht funktionieren. Irgendwann bricht die Verbindung quasi ab. So, hier, Warnung, Eule zu weit entfernt. Ja, tut mir leid, aber ich bin halt nicht näher dran. So, wir könnten hier natürlich noch ein bisschen näher dran gehen, ist keine Frage. Aber es ist nicht so sinnvoll, von der Seite zu kommen. Unser Jaguar scheint nicht schwimmen gehen zu wollen, denn er bleibt hinten stehen. Eigentlich habe ich auf seine Hilfe gehofft. Um ganz, ganz ehrlich zu sein. Jetzt machen wir es anders. Ich verstecke mich jetzt hier hinter dieser Insel. Hinter diesem Felsen, besser gesagt. Und lösche kurz den Wegpunkt, der irritiert mich. Eben ein bisschen. Und dann schauen wir mal nochmal, dass wir die Eule losschicken. Spionieren nochmal kurz unsere Gegner aus. Ah, da kommt er schon. Ist er doch geschwommen. So. Dann schauen wir mal, wen wir hier denn alles haben. Den Kollegen hätten wir. Den Kollegen hätten wir. Da vorne sitzt auch einer. Und es werden immer mehr. Toll. Klasse, freut mich riesig. So, dann wäre es natürlich sinnvoll, erstmal den Hilferufer hier auszuschalten. Der kann nämlich Verstärkung rufen. Und der da auch, also es sind sogar zwei. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen aufpassen. Okay, ansonsten finde ich jetzt hier erstmal niemand. Es wird mit Sicherheit noch den einen oder anderen geben, den wir jetzt hier nicht entdeckt haben. Da ist zum Beispiel noch einer, gerade aus der Hütte rausgelaufen. So, aber sobald ich die mit meiner Eule angreife, auch dann wird Alarm ausgelöst. Von dem her versuche ich jetzt anders vorzugehen. Sehen wir mal, was wir so erreicht bekommen. Ah, und da hinten gibt es sogar einen Verbündeten. Habe ich gar nicht gesehen. Aber einen Verbündeten scheint es hier auch zu geben. So, oh, da ist schon einer. Aber wenn ich den töte, alarmiert das im Prinzip den Typ da hinten. Also keine besonders gute Idee. So, dann hätten wir da den Kollegen. Der kommt hier direkt in unsere Richtung. Ich hoffe, dass ich den via Takedown erlegen kann. Oder dass er mich hier in der Büschung nicht sieht. Das wäre super. So, bleib stehen, bleib stehen. Yes. Okay. Hat funktioniert, aber trotz allem, der Alarm wurde ausgelöst, mehr oder weniger. Also die Typen haben davon Wind bekommen, dass sich hier irgendwas befindet. Ich kann jetzt natürlich rennen, so viel ich will. Das wird nichts bringen. Unser Leopard hat auch schon den Löffel abgegeben. Fast. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist echt heikel hier. Ich muss mich hier nochmal verstecken.
Ah, Mist, Gegner in der Nähe wurden gerufen. Also das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Hier zu heilen und nicht erlegt zu werden direkt. Das ist echt schwierig. Jetzt kommen sie nämlich zu dritt. In welche Richtung? Oh, gleich so viele. Und nochmal weg hier. Wir haben fast wieder einen Löffel abgegeben. So schnell unter Wasser. So, Gesundheit ist wieder voll. Und jetzt werden wir sogar hier attackiert. So, das war eine Keule. So, leider haben wir unseren Leopard verloren. Das ist natürlich schade. Das macht mich ein bisschen traurig. Eigentlich war das ein direkter Kopfschuss, aber hat nicht so richtig gewirkt. Der hat auch gesessen und dann gibt es, glaube ich, nur noch einen. Wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, dann kriege ich den sogar via Takedown. Oder sie. Ah, da gibt es noch einen. Und er kann auch noch Verstärkung rufen, ich glaub's nicht. Okay, das machen wir jetzt anders. Wenn das so ist, dann versuchen wir den natürlich heimlich zu töten, keine Frage. Da hinten ist er. So. Kollege. So sehe ich wenigstens, wo er hinläuft. Und kann mich dann von hinten anschleichen. Perfekt. Perfekt. Okay. Sehr gut. Das war der letzte. Puh. Gerade noch so hinbekommen. Ist oft brenzlig geworden, aber wir haben es geschafft. Und dafür nur 500 XP. Das ist ja lachhaft. Okay, so jetzt müssen wir uns erstmal heilen. Haben wir aber jetzt wenigstens so einen Reisepunkt nochmal, wo wir uns per Schnellreise hinbegeben können. Das ist sehr gut. Belohnungslager.
Fleisch ist immer gut. Und ansonsten gibt es auch nichts mehr. Perfekt. Also, wir sind auf einem relativ guten Stand. Wenn wir uns hier gleich die Karte anschauen. Hier müssen wir schauen. Aha, aha, aha. Hier können wir also unseren Speer upgraden. Und zwar hat er dann auch mehr Schaden, mehr Haltbarkeit. Dann machen wir das direkt. So, und Fähigkeiten. Ein Fähigkeitspunkt haben wir. Was machen wir denn jetzt? Lassen wir uns die Pflanzen anzeigen. Genau, so. Dann haben wir auch das geschafft. Gut, unser Speer, der sieht jetzt ein bisschen gefährlicher aus als davor. Ich möchte aber gern wieder zurück zu unserer Hauptkarte. Hier, die hier. Hauptkarte, sage ich mir, natürlich unser Dorf. Und hier angekommen, werfe ich noch einen Blick in das Belohnungslager hier bei uns. Nix. Auch nix. Und auch unten nichts mehr. Okay. Und es gibt wieder Fragezeichen. Also das heißt, es gäbe auch wieder Missionen in unserem Dorf. Irgendwelche Anliegen haben unsere Anwohner wieder. Und es würde, wenn ich das richtig sehe, da hinten beim Schamanen wieder so eine Drogenmission geben. Mit der starte ich aber erst in der nächsten Folge. Für heute werde ich mich erstmal verabschieden, liebe Leute. Ich danke wie immer auf jeden Fall fürs Zuschauen, für eure Zeit, die ihr aufgebracht habt, um diese Let's Plays anzuschauen. Würde mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch die Folgen gefallen haben. Kommentiert das Video, schreibt dazu, was ihr denkt und abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt und auf dem Laufenden bleiben wollt. Der Abo-Button, der ist bekannt, ihr wisst, wo ihr den findet. Einfach draufdrücken, klick, 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 klick und alles wird gut. Liebe Leute, auf jeden Fall vielen, vielen Dank und ich sag bis zum nächsten Mal hier bei Far Cry Primal und ja, wie gesagt, nächstes Mal starten wir da direkt mit der Drogenmission. Bin echt gespannt, was da wieder auf uns zukommt für komische Sachen. Aber so wie ich Ubisoft kenne und alle Far Cry-Teile davor, wird es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schräg. Verpasst nicht, auf keinen Fall. Seid das nächste Mal wieder dabei. Würde mich riesig freuen. Wie immer, haltet die Ohren steif. Tschö mit Ö.